Klar. Es geht los. Schön, dass du mal da bist. Herzlich willkommen. Danke schön. All hail the King. All hail the King, ja. Und? Hättest du es erwartet? Nein, erwartet habe ich es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn die Konkurrenz war ja extrem gut. Besonders der Nils natürlich. Ich glaube, da haben sich auch zwei gefunden. Ja, also er ist ein super cooler Typ und ich habe generell hier super nette Leute kennengelernt und das ist mir persönlich das Wichtigste. Ja. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte zwar eine scheiß lange Anreise von Italien bis nach Schweinfurt, aber es hat sich absolut gelohnt. So machen das Eroberer. So machen das Könige, die aber ja, das nächste Mal komme ich mit dem Pferd daher wahrscheinlich. Nein, aber es war generell ein super tolles Wochenende mit super netten Leuten, mit euch allen hier von Stichpunkt TV und also super coole Convention. Klein, aber extrem fein. Und ich werde nächstes Jahr wiederkommen. Du musst. Ich muss so oder so wiederkommen, scheinbar. Du hast VIP-Tickets. Auf jeden Fall, ich komme ja auch freiwillig wieder, weil es war sehr, sehr schön hier und es hat mich echt gefreut. Muss ich auch noch sagen, das sagt er jetzt nicht einfach so. Er hat mir nämlich vorher auch gesagt, bevor er es überhaupt wusste, dass er wiederkommt nächstes Jahr, egal was passiert. Wir nageln dich fest. Das stimmt, ja. Auch wenn ich Zehnter geworden wäre, was ja gar nicht möglich wäre. Aber ich wäre auch wahrscheinlich da wieder gekommen, einfach nur um euch netten Leute hier nochmal zu treffen und dann noch vielleicht zwei, drei Bier mehr zu trinken, denn das hat sich leider nicht so ergeben, weil jetzt muss ich wieder nach Hause fahren, diese ganze lange Strecke. Aber ja. Nächstes Mal nimmst du den Tag mehr frei. Ja, oder ja, genau, den nächsten muss ich ja nicht mehr mitmachen, da kann ich ja sieben Bier mehr trinken und freue mich jetzt schon darauf und na, es war mir echt eine Freude hier zu sein. Was meinst du, welche Runde bei dir das den Ausschlag gegeben hat? Hast du ein Gefühl dafür oder? Oder bei welcher Runde hast du dich am wohlsten gefühlt? Um ganz ehrlich zu sein, ich bin generell kein Bühnentyp, also ich stehe nicht so gerne auf der Bühne. Aber wenn ich das jetzt so sagen müsste, dann würde ich vielleicht sagen die zweite Runde. Mhm. Also wo es ums Abendoutfit ging, um das Elegante. Ich weiß, dass ich in allen drei Runden einfach immer das angezogen habe, wie ich auch sonst rumlaufen würde. Und das ist sowieso das Wichtigste. Ich war authentisch und ich freue mich einfach, dass es geklappt hat. Das ist schön. Aber ich wäre auch mit den zweiten oder dritten Platz absolut zufrieden gewesen. Aber auch so ist natürlich cool. Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch an uns und hoffentlich nicht erst bis nächstes Jahr. Vielleicht sieht man sich mal. Ja, wer weiß. Also wenn irgendwo sonst noch was ist oder so, dann sagen wir einfach Bescheid. Ich werde schauen, dass ich... Auch da den Titel abräumen. Nein. Ich mache da wahrscheinlich nicht mehr mit, aber sonst irgendwo. Aber trotzdem, es war super. Super organisiert, super nette Leute und nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank an den neuen amtierenden König für dieses wunderschöne Schlusswort und ich muss dich natürlich noch knuddeln. Dankeschön. Danke dir.